Fanny ist der Abraham und dieses Mal in einer Episode von AWO GameTech. Und was möchte ich euch zeigen? Ich möchte euch den Epic Game Launcher zeigen. Hier gibt es nämlich Neuerungen, was das Ordnen eurer Spieler angeht. Und lasst euch überraschen, was ich mir da habe überlegt, was ich mir da überlegt habe für euch. So, wunderbar. Also, wir sind jetzt hier in dem Epic Game Launcher und wie ihr schon seht, beziehungsweise wie ihr noch nicht seht, ich habe hier meine Bibliothek geöffnet und wir haben jetzt hier im oberen Bereich die Möglichkeit, neue Kollektionen anzulegen. Da denkt ihr erstmal wahrscheinlich, okay, was soll ich mit einer Kollektion machen? Ich habe hier schon mal angefangen und habe gedacht, okay, ich habe hier eine Kollektion, die bezieht sich komplett auf alle Batman-Spiele oder auf alle Bioshock-Spiele. Und zu guter Letzt habe ich hier noch eine Kollektion, nämlich Quantic Dream. Und diese ist leer. Und das Ziel ist es jetzt, hier das Ganze sozusagen mit Spielen zu füllen, die von Quantic Dream sind. Und das ist jetzt nicht so leicht, obwohl es wird jetzt hier erklärt, aber ich zeige es euch trotzdem nochmal. Und zwar muss ich jetzt erstmal in meine Bibliothek reingehen. Da kann ich diesen Link hier nutzen. Und diese Spiele werden hier aus meiner Bibliothek nicht herausgenommen und in die Kollektion hinzugefügt, sondern ich muss diese Spiele sozusagen einzeln dafür bestimmen. Und da gehe ich mal so ein bisschen durch und dann gucke ich mir das mal so an. Und was haben wir hier? Beyond Two Souls. Das ist ein Spiel von Quantic Dream. Und das kann ich hier, wenn ich auf diese drei Punkte klicke, mit der linken Maustaste, dann hier unten zu einer Kollektion hinzufügen. Und das mache ich jetzt einfach mal. So, zu Quantic Dream gehören natürlich noch weitere Spiele. Mal gucken, ob ich noch was finde. Detroit Become Humans zum Beispiel, das können wir auch hinzufügen. Haben wir noch eins? Ja, genau. Heavy Rain haben wir noch. Ja, das liegt daran, dass im Epic Game Store am Anfang ziemlich viele Quantic Dream Spiele rausgekommen sind. Und ja, damit habe ich die drei, die ich persönlich besitze, hier auch schon hinzugefügt. Und wenn ich jetzt wieder nach oben scrollen würde und ich gehe jetzt hier rein, würde ich diese Spiele sehen. So, also, was gibt es jetzt neu? Es gibt die neuen Kollektionen erstellen. Und da habe ich mir überlegt, mein Gott, ich habe über 70 Spiele. Und ja, das ist natürlich nett, jetzt das Ganze mal so ein bisschen in Kollektionen zu unterteilen, wenn man einmal was Gutes einfällt. Aber ich habe hier Favoriten und für die Favoriten habe ich mir Folgendes einfallen lassen. Das möchte ich euch gerne mal so als Idee mit auf den Weg geben. Es gibt viele Spiele, die habe ich hier schon durchgespielt und es gibt einige Spiele, die habe ich einfach noch gar nicht durchgespielt. Und man geht jedes Mal, wenn ich jetzt hier einmal auf alle gehe, dann habe ich jetzt hier ein ziemlich großes Portfolio und ich müsste jetzt mal überlegen, so, oh Gott, habe ich das schon gespielt, habe ich das schon gespielt? Und wenn ich mir das Ganze noch einmal ansehe, also ich weiß zum Beispiel, ich habe Control gespielt, ich sehe nicht, dass ich es gespielt habe. Das kann ich hier auf dieser ersten Seite überhaupt nicht sehen und ich kann jetzt einfach mal zum Store gehen und noch mal gucken, ob ich vielleicht da etwas finden kann. Und nein, steht nur, ist in der Bibliothek. Und irgendwie habe ich hier tatsächlich das Problem herauszukriegen, welche Spiele ich schon mal gespielt habe. Ja, manchmal gibt es dann auch noch, wo haben wir das jetzt hier? Hier zum Beispiel noch Erfolge, wo man vielleicht was erkennen könnte, aber das ist erst auch vor kurzem hinzugefügt worden. Und da war meine Idee, okay, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich nutze die Favoriten nicht, um meine Lieblingsspiele zu sammeln, sondern ich nutze die Favoriten, um dort die Spiele hineinzupacken, die ich hier gekauft habe und die ich auch vorhabe, in nächster Zeit zu spielen. Und immer wenn ich ein Spiel sozusagen durch habe, dann nehme ich es hier aus den Favoriten raus und ich habe dann hier parallel zu meiner Bibliothek und zu meinen Kollektionen noch einmal die Möglichkeit, die Spiele zu sortieren, die ich zum Beispiel noch nicht gespielt habe. Und eins von diesen ist hier dieses Adventure, 3 out of 10. Und auch hier funktioniert das so ähnlich wie mit den Kollektionen, dass ich jetzt hier einfach sage, das Spiel zu Favoriten hinzufügen. Hier oben erscheint dann so ein Herzchen, ne? Dann kann ich das auch noch mal erkennen. Und wenn ich jetzt hier reingehen würde, wäre jetzt das jetzt hier auch hinterlegt. Also ich habe euch sogar gleich noch mal eine kleine Idee mit an die Hand gegeben, wie
ihr jetzt eure Spiele hier im Epic Game Launcher so ein bisschen organisieren könnt. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist, wenn ihr hier oben zum Beispiel festgestellt habt, ihr habt euch verschrieben, ja, also Batman, ja, da möchtet ihr jetzt reinschreiben, das ist jetzt die Arkham-Reihe. Dann könnt ihr hier oben auf eure Kollektion gehen mit der rechten Maustaste und einmal sagen Kollektion umbenennen. Und dann könntet ihr da reinschreiben Batman Arkham und das Ganze wieder speichern. Und natürlich könnt ihr auch eine Kollektion löschen, indem ihr wieder mit der rechten Maustaste auf die Kollektion klickt und dann sagt auf Kollektion entfernen. Das möchte ich jetzt hier allerdings nicht machen, weil ich mir diese Kollektion gerade mit Mühe angelegt habe und von daher habe ich das auch gezeigt. Da wünsche ich euch viel Spaß. Have fun, euer Aboram. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.